Aber ja, die Gegenfrage, was ist schon gesund? Ja, die ist auch schon berechtigt. Aber man soll doch keine Fragen mit Gegenfragen beantworten. Okay. Schief gucken kann ich. Mhm. Immer noch. Ruhig bist du noch nicht bei Phase 5, aber schon in Phase 5. Ich bin gerade bei Phase 2. Aber ich plane schon viel. Nein, plane ich nicht. Blech nach da unten. Ja, das passt natürlich nicht, ne? Ja, komm. Nein! Oh. Wird das anders, wenn man so rumzieht? Ja. Wird eh wieder weggerissen. Ah, lass mal so. So, Fläche werden hergestellt. Das dauert aber. Moment, jetzt habe ich bestimmt. Ist doof am Rumstehen, weil das Lager wieder verstopft ist. Was habt ihr denn gemacht? Aber welches Lager? Handlager oder Zuglager? Wir haben ja mal einen riesen Zuglager gebaut für einen Bauzug. Das war interesting. Oh, Blech kann ich hier nicht herstellen. Doch, Blech kann ich herstellen. Wir machen mal ein bisschen Blech mit. Weil, so nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe bei anderen Streamern, werde ich kein Handlager als solches mehr bauen. Sondern nur noch Sachen in diese Lager-Cloud hochladen. Von dem her wird es kein Zentrallager geben, sondern alles dezentral als Überschuss aus der Produktion in das Cloud-Lager hochgeladen. So stelle ich es mir zumindest vor. Kommen x Züge an, die Zeug anliefern. Das Problem hatte ich auch schon. Ich glaube, das Problem hatten alle schon mal irgendwann. Shit happens, ne? Ja, aber 690 Blech kann man doch gar nicht mitnehmen. Ist doch viel zu viel. Das Zentrallager, weil das Alien-Ding mir zu langsam ist. Okay, das kann ich jetzt eben noch nicht aus Erfahrung sagen. Keine Ahnung, wie schnell es ist. Bei mir ist er halt nur, ich brauche kein Zentrallager mehr, weil ich das Zeug aber hochladen kann. Aber eben kommt dann auf die Geschwindigkeit an, das ist richtig. Du bist zu schnell, ich bin Schweizer, das passiert mir nicht. Ist es. Dann auch noch Berner. Die langsamen Schweizer. Ich kann nicht so schnell sein. Das ist physikalisch unmöglich. Von dem her, für mich ist es wahrscheinlich perfekt mit dem Hochladen. So. Wir gucken mal, wie viel Blech wir noch hergestellt haben. Aargauer! Wie hat denn ein Aargauer auch schnell sein? Was das ist? Cool! Ein Aargauer.
Jetzt kann ich jetzt ziehen meine. Vielen Dank für den Follow. Ich werde trotzdem ein bisschen auf Hochdeutsch bleiben, weil wenn ich hier mit Schweizerdeutsch anfange, dann wird keine andere mehr dazu kommen. Ah, ist das schön. Twitch ist ein Dorf. Cool. So, Moment, wollen wir ganz kurz gucken. Ja, da sieht man schon was. Wir gehen dahin mit Kohlekraftwerken. Da wäre zwar auch was, aber hier ist viermal Kohle. Moment, was haben wir hier? Normal. Haben wir reine? Da wären reine. Die drei unten, ja, das sind reine. Aber ist da Wasser in der Nähe? Das sieht so aus, als wäre es auf dem Berg. Na, wir gehen mal hin. Hast du den Kohlestrom immer? Dann haben wir einen richtig schönen Startspot gekriegt. Und auf dem Luzernerischen. Ja, ich bin im Berner Mittelland aufgewachsen. Was kennt man denn da in Städten? Also wenn dir Langtal, Burgdorf oder Wangen an der Aare was sagt, so in diesem Dreieck, da bin ich aufgewachsen. Muss nicht, also. Beim See Süden gibt es einen Weg nach oben. Um den Felsen rum. Ja, das wird gleich interessant, weil ich kenne die Map nicht wirklich. Ich habe jetzt mit dem Spielstand hier so um die 550 Stunden im Spiel. Bin also blutiger Anfänger. Beim See im Süden gibt es einen Weg um den Felsen. Den Ding links. Nur noch laufen. Es gibt Koordinaten. 700. Da. 150. Da unten. Wieso gucke ich eigentlich? Die Viecher sind auch passiv. Da ist der Weg hoch. Moment. Das heißt, wir gehen da lang. Oder da lang? Da geht's durch, ne? Wir gucken einfach mal. Da oben ist es. Oh, schnelle Beine wären auch mal schön. Oh, da geht es hoch, da drüben. Da oben. Die Schräge, die ich sehe. Ja, ich hab's mir. Was gedacht? Moment, die Schräge, die ich sehe. Das da, oder? Da, die Schräge. Dann geht es darüber. Das. Oh. Ja, jetzt bin ich ja unten. Jetzt kann ich auch hier lang. Wie hat Ada vorhin gesagt, also wenn du es berührst und es ist nicht fest, ne? Und es hat dich nicht aufgelöst, dann ist es höchstwahrscheinlich Wasser. Wir haben Wasser gefunden.
Oh, da ist sogar Kupfer. Das hier bringt irgendwie auch nichts mehr, oder? Man ist nicht mehr schneller. Naja, was bremst eher beim Rutschen. Hast du Kohle? Nö, ist keine Kohle. Eisen ist hier auch. Oh, das ist ein schöner Spot. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Weiter im Westen, ja. Weiter im Westen, weiter im Westen. Ach, da lang und dann da weiter unten lang. Ja, ich hab gemogelt. So, jetzt die Schräge hoch, okay. Da werden wir uns eine Abkürzung bauen. Bei dem See unter mir, also hier unten hast du immer... Also hier, oder hier besser gesagt, bei dem See. Ja, ist ein schöner Spot. Also, ich glaube, ich habe noch nie in diesem Biom hier gebaut. Der See bietet sich natürlich an, ne? Weil Wasser, große Fläche, Eisen, Kupfer haben wir gerade gesehen, ist drumherum. Ja, kann ich verstehen, dass man da baut. Lass mich raten, es ist da oben drauf. Nein. Schwimmen? Oh nö, wieso muss ich jetzt nicht schwimmen? An welches Wasser? Ah, das Wasser. Hat sich die Frage nach dem Wasser für die Kohlekraftwerke auch schon geklärt? Ich sehe hier genug. Hi, ich baue hier ab, wenn das okay ist, ja? Also wenn nicht, dann einfach, ne? Ist okay, gut. Da ist eins. Da ist eins. Wo ist der dritte? Da drüben irgendwo. Und da ist eins. Okay. Ja, die hinstellen ist ja. Hm? Es geht, aber nicht so hoch ist. Du hast da 100 Kohlekraftwerke. So viel hatte ich nie. Also bei keinem Durchspielen. Naja, snappt nicht mehr. Ah, doch, snappt. Dann geht in die Richtung. Und bitte gerade. Ja. Das nehmen wir wieder weg. Brauchen wir nicht. Das nehmen wir wieder weg. Brauchen wir auch nicht.
So, dann jetzt noch die Frage, welche Schönbaumonks hast du denn so? Aber ich kann dir sagen, Monks sind hier bisher noch nie glücklich geworden. Und zack, ist er weg. so rum. Die Treibstoffgeneratoren. Was soll ich haben? Schönbaumonks. Also ich könnte jetzt, ne? Da die Kohle, die soll da drüben hin. Wir nehmen hier kurze Wege und bauen das alles, ne, hier so hin. Und Peter, ein, oh, jetzt muss ich wieder weg, na, sonst schimpft mich Peter gleich wieder aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Monks hast du nicht. Also perfekt. Perfekt. Ja, hier neues Kohlekraftwerk. Beschützt du das ein bisschen? Ja. Sehr schön. Moment, jetzt habe ich. Eins, zwei, das da fehlt noch. So, Peter, sag mir wenigstens, dass du geschlafen hast, ne? Weil der Bösewicht, der hat noch nicht geschlafen. Der ist seit 23 Stunden wach. Der braucht keinen Schlaf. Der hat das Gaming, der hat Gaming an sich durchgespielt. Der ist so gut, der braucht nicht mal mehr Schlaf. Sehr lange und gut, ist sehr schön. Moment, das ist ein reiner, ne? Oh, da brauchen wir. Oh, jetzt habe ich bestimmt. Wo sind meine doch da? Ja, wir werden gerade so hinkommen, wahrscheinlich. Keine Ahnung mehr, wie hier das ist. Interesting, most pioneers already had coal power set up by this point, because they understood their responsibility to humanity. Adjusting pioneer attitude metrics. Reminder, coal power generators require coal. Kohlegeneratoren brauchen Kohle. Oh, zum Glück hat sie das jetzt gesagt. Ich wäre nicht drauf gekommen. Verbraucht 45. Sehe ich das richtig? Wie viel Kohle verbraucht das Ding denn? Das steht hier nämlich nicht. Das ist doof. Also 45, 45 was war. 15, Dankeschön. So, wie kriegen wir denn. Das da können wir irgendwann noch wegsprengen. Moment, haben wir den Turm schon? So. Wenn man noch nicht fliegen kann, ist der Turm immer mal wieder. Was ist das denn? Kenne ich nicht. Gab's die früher schon? Na, egal. Wasser. Kohle. Kohlekraftwerke. Ah, da haben wir Platz. Oder wir machen Wasserextraktoren, da drüber direkt eine Ebene und da drauf Kohlekraftwerke. Würde auch funktionieren. Die gab es früher schon. Ja, also. Ich habe zu. Wann habe ich durchgespielt? Zu Update 7 oder Update 8?